Willkommen, meine sehr verehrten Zuschauer, zu einem neuen Let's Play Divinity Original Sin. Ich habe mich gegen Jack Keens komische Abenteuer entschieden, weil mich das Spiel irgendwie nicht gecatcht hat und irgendwie fand ich es auch, dass es nicht so wirklich cool wirkte. Hier hingegen habe ich extrem gute Rezensionen gelesen und es hat mich irgendwie interessiert mich. Das soll sehr tief sein, das Spiel, und einfach cool. Ja, mehr weiß ich nicht von dem Spiel. Und ich sage mal, neues Spiel. Wir gucken in den Einzelspieler und bereinigen der Sitzung. Denkt daran, dass Städte, Wächter und Wachen, siehe ihre eigenen Bündnisse. Wenn eure Geldbörse nicht so voll ist, können wir immer noch unsere eigene Rüstung erstellen. Lava ist tödlich, okay. Wenn wir Lava sehen, sollten wir den Standort ändern, alles klar. Feinde können nicht in Wolken ziehen, alles klar. Schriftrollen nicht unterschätzen. Alles klar. Alles klar. Der Look des Helms gefällt uns nicht. Versteckt ihn. Alles klar. Platziert explosive Fässer neben euren Feinden. Bringt die Verwundeten. Alles klar. Ramsburg-Geschwindigkeit. Ja. Es soll ein rundenbasiertes Spiel sein. Und. Ja, mal schauen. Lädt und lädt und lädt. Auch ein einfacher Bauer kann uns interessantes verkaufen. Das ist gut. Die haben Bündnisse. Greift ihr eine an, alles klar, kommt ihr an. Erzählt die Elemente. Strom auf einer Wasseroberfläche zu erzeugen, führt zu Elektrifizierung, alles klar. Reparieren ist wichtig. Auch gut. So. Habt ihr keinen Namen? Ich würde sagen, das wird schon mal unser Frostgrim. Und Frostgrim ist ein brutaler Krieger und Nahkampfexperte. Ein Ritter. Der Kriegstaktik und nicht nur im Kampf, sondern auch im Aufstellen von Truppen ausgebildet. Okay. Also es geht wohl darum, dass man seine eigenen kleinen Gruppen immer bildet. Ein Weitläufer, das heißt ein Bogenschütze. Ein Räuber. Okay. Was stand da mit Ruhm? Alles klar. Schattenklinge. Ein gewiefter Attentäter. Ein Reisender. Das hört sich an wie ein Allrounder. Eine Hexe. Eiskalte Kräfte. Ein Zauberer. Okay, das hört sich an wie Feuer. Kampfmagier, rohe Gewalt mit mächtiger Magie. Ein Kleriker ist ein Heiler. Ein Bezauberer, alles klar. Ein Kämpfer. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall komische Mixe. Ein Ritter hört sich schon mal cool an. Das können wir hier anpassen. Ach so, jetzt sehen wir das auch genau. Was hat denn der Ritter? Wunden heilen. Setzt er jetzt an wie ein Paladin. Niederschlagen, alles klar, also jemanden ausnocken. Und ermutigen. Ich würde sagen, wir lassen ihn männlich. Was können wir hier machen? Also. Schickes Unterhöschen übrigens. Okay. Der Ritter war in seinem Clan einer von vielen, doch nun ist er der Letzte. Ich ziehe erstmal wieder was an. Das Haus von Sturmgraben, das passt ja, Frostgrim, brachte zahlreiche fürchtlose Krieger für den Schutz des Reiches hervor. Und überall von Tapferkeit, Ja, Haus der Helden, das hört sich alles gut an, es befahl eine schreckliche Tat. Er befahl eine schreckliche Tat, die Plünderung und Zerstörung einer feindlichen, friedlichen Kleinstadt. Okay, der Ritter war damals erst ein Kind, aber er sollte eine große Ungerechtigkeit niemals vergessen. Also wir wurden hintergangen. Er trug das Zeichen des Hauses von Sturmgrab. Des Hauses der Helden, bereits als Jugendlicher, mit seiner Stärke und Ehre wuchs er zwar lang nach Gerechtigkeit. Nun reitet der Ritter als ein Quellenjäger unermüdlich gegen die, die niederträchtige Verbrechen und Unschuldigen bringen. Das heißt, wir vertrauen der Ehre.
Wir sind ein Opportunist. Wir können Gelegenheitsangriffe ausführen. Wir haben mehr Aktionspunkte und eure, wenn wir Deckschaden bekommen haben. Alles klar, wir sind auf jeden Fall ein Gruppenspieler. Wir sind Zweihänder. Das heißt, wir sind offensiv und stehen in der ersten Reihe und kriegen wahrscheinlich auch gut auf die Fresse. Wir sind nicht so schnell. Wir können heilen, wir können anstürmen und wir können ermutigen. Alles klar, hier könnten wir auch noch das machen. Boah, ist das viel. Das können wir also nicht machen. Krass, was man hier alles machen kann. Wir können das, okay. Das ist auf jeden Fall was für Schurken. Charisma. Okay. Alter. Ist richtig, also das ist ja... Boah, hat ja richtig viel Möglichkeiten das Spiel, das gefällt mir auf jeden Fall. Ja, aber ich würde sagen, wir bleiben mal so. Der bleibt auf jeden Fall... Können wir noch ein anderes Gesicht machen? Ich würde sagen, das ist unser Aussehen. Okay. Und das wird... Ja, lassen wir sie mal bei Scarlet. Mischt rohe Gewalt mit mächtiger Magie. Was heißt das denn? Der Krieger hatte sich verirrt und eine Nacht nahte in dieser Spukwälder. Ach, warte mal, wir haben was vergessen hier. Hier. Ah, a forge. Ah, a forge. Careful. I've spotted a trap. A whetstone. A whetstone. Ja. Quite useful for a war-weary blade. Wir nehmen... Obsidian. Hell, Safran, Gelb, Mahagoni. Seltenes Ebenholz, Gold, Bronze. Wir nehmen ein bisschen heller. Er ist halt Frostgrim. Okay. Nee, er braucht ein reines Gesicht. Lol. Vielleicht so. Na, gucken wir mal die Frisuren durch. So. Ja. Unterwäsche, auch sehr wichtig. Ne, das ist schon geil. Das ist Frostgrim und... Sie braucht ja auch ein rotes Bild hier, ne? Das. Gut, sie hat... What could that have done? Sie wird auf jeden Fall Magierin, ich weiß aber noch nicht welche. Schwächende Berührung. Vernichtende Faust. Brennende Berührung. Spielen wir einen reinen Zauberer? Was können die denn? Ach, guck mal, da können wir mit Ölwaffe werfen und sie dann anzünden. Ne? Das wäre so die Kombination. Okay.
Schleim verbrennen, Feuer verdampfen lassen und Eis schmelzen. Was kann man denn noch alles wählen, ey? Heilt euch, wenn wir im Blut steht. Fünf Sterne Koch. Leises Auftreten. Das ist alles voll cool irgendwie. Okay, Zauberer hatten wir jetzt. Was gibt's noch? Hexe. Spinne beschwören. Eid der Entweihung. Blut vergießen. Oh, wir können mit Tieren sprechen. Wow, ey. So ein Bezauberer ist auch cool eigentlich. Ich werde es als Zauberer versuchen. Bin mal gespannt. Mondlicht, schwere Geschichte mit Orks, die Beine Opfer erhob sich. Okay. So. Die Hautfarbe sieht eigentlich gut aus. Frisur gefällt mir auch. Haarfarbe, Gewürz ist L, ja. Unterwäsche, wie sieht sie eigentlich aus? Alles klar. Haben wir noch die? Das ist doch cool. So, Frostgrim und Scarlet. Wir sind bereit. Natürlich sind wir bereit. In the days of old, the sorcerers of Rivalon cured the sick and healed the wounded through a great power called Source. But a terrible darkness invaded the land, and Source was forever tainted. The sorcerers who once healed now only destroy, and madness has overtaken them. A few brave Source hunters are all that stand between Rivalon and the dark power that threatens to destroy it. Wherever Source appears, hunters follow. Und ich denke, wir verfolgen diese Source. Larian Studios presents. Rise and shine, Master Source Hunters. The Cam wants you up on deck. Hear them calls? Means we're close to shore. I don't ever you going there, Master Source Hunters. City's full of undead, hungry and out for blood. But you're supposed to investigate that murder, ain't you? They say it's Source that did the counselor in. Source in a city like Sycile, nowhere safe anymore. Here they are, Captain Sir. God's blessings on you, Hunter. CSI Sycile, so wie sie es anhört. Happy to hear we've reached Sycile. But there's trouble offshore, so we'll have to sail in carefully. Here, have a look. Das gefällt mir sehr. Those are orc ships, and they're blocking our passage. We'll get you as close to the city as we can, and drop you off on the beach. Be wary now. Orcs are on the attack. Undead have closed every route out, and there's a sorcerer on the loose. If we're to get justice for the counselor, you'll have to keep your wits about you. Alles klar. May the luck of the gods be with you both, Source Hunters. Divinity, Original Sin. Sehr schöne Musik. So, und wir laden Sycile. Ich spiele übrigens auf Normal. Grafik ist Ultra. Und ich hoffe, dass es flüssig laufen wird. Ich nehme 30 Frames auf, also Standard. Den Sound nehme ich wieder getrennt auf, so wie ich es bei Hearthstone gemacht habe. Ich weiß noch nicht, ob diese Folgen bereits dann erschienen sind. Könnte sich überschneiden. So, willkommen bei Divinity Original Sin. Klick auf eine beliebige Stelle auf dem Boden und haltet die linke Maustaste gedrückt, um nun mit eurer Reise zu beginnen.
Okay, jetzt ist er Gruppenführer. Okay. Cool. So, ich bin noch ein bisschen am Zurückschieben hier. Okay. Mit Tab ziehe ich meine Waffe. Was haben wir hier? Schriftrolle der Wiederbelebung, alles klar. Haben wir was im Inventar? Das funktioniert mit I. Da haben wir einen Rucksack. Im Rucksack haben wir nichts, alles klar. Wir haben 200 Gold. Und was können wir lesen? Okay. Oh, gibt das hier viele Reiter. Wir haben einen Waffenpunkt. Alles klar. Okay. Da oben können wir also unsere Formation auswählen. So, und so wird er wahrscheinlich zum Gruppenführer, ne? Wow. Die ist leer. If I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake this for a placid beach. At least the orcs make a bit of noise when they attack. It's dark-dealing sorcerers that'll strike with neither warning nor mercy. Was passiert, wenn wir das benutzen? Wohl nichts, okay. Wo gehen wir hin? Wir gucken mal hier hin. Aus der Gewohnheit heraus werde ich mein Chatfenster mal hier drüben hinsetzen. Und den lokalen Chat dahin. Ja, irgendwie gucke ich häufiger hier hin. Und ich werde. Kann ich die Schriftgröße größer machen? Na, tut mir leid, dass ich hier noch ein bisschen rumstellen bin. Da oben wahrscheinlich, ne? Ups. Na komm. So. Jetzt machen wir das mal klein. Da oben ist eine Treppe, da gehen wir gleich mal hin. Wir gucken erstmal rum hier. Ist leer. Is that a corpse? What's it doing here alone? What did you expect it to have an entourage? Lesen wir mal. Frohlockt den Statuen. Den Statuen haben meinen Wunsch erfüllt. Launhaftes Verhalten darf jedoch nicht unterschätzt werden. Bevor ich mich also wie ein Adler in die Lüfte schwinge, werde ich zunächst einen kleinen Sprung von den Klippen am Strand wagen. Dann sollte, es sollte ein leichtes sein für den Mann, der fliegen kann. Wenn das Inkrement erfolgreich läuft, wird die Sonne mein nächstes Ziel sein. Jo. Dies ist der kooperative Dialog. Erlaubt dich, Dialoge zwischen den beiden Hauptcharakteren zu führen. Ist das zu glauben? Der Mann ist auf Geheiß von ein paar Statuen von einer Klippe gesprungen. Nun, große Taten erfordern manchmal einen Sinneswandel. Ich hätte es vielleicht auch so gerne. Purer Wahnsinn. Ja.
Achso, jetzt antwortet sie. Okay. Rivellon ist dem Übernatürlichen nicht fremd. Es hätte gut sein können, dass er in den Sonnenuntergang fliegt und lachend auf den Zündiger blickt. Aber wir sind eher pragmatisch, ja? Das stimmt. Geht's da rein? Nee. Und da ist noch eine Muschel. Nehmen wir mal mit. Na. Ach. So. Den Chat mache ich mal aus, den müssen wir ja nicht sehen. An den Kisten waren wir schon, ne? Ja. Achso, der Anführer ist in Sicht. Und daher machen wir 10% mehr Schaden. Curses upon them, Source Hunters! Okay. Secure the stone! I'll deal with these rats. Goddess, be with you, Master! Jetzt bauen sie sich alle auf, okay? Rise! Arise! Drawn forth from blood! I bid you aid me! Kämpfe sind rundenbasiert. Um sich zu bewegen, anzugreifen oder Zauber zu sprechen, müsst ihr Aktionspunkte verwenden. Verschiedene Aktionen. Halte Steuerung gedrückt und fahrt mit dem Maus über euer Ziel, um mehr über die Eigenschaften zu erfahren. Alles klar. Dafür wissen wir halt noch nicht viel. Die haben ungefähr... Alles klar. Bis dahin kostet... Achso, das würde bis dahin gehen, alles klar. Machen wir erstmal das. So. Was ist das? Stab des Magiers. Auf den ersten. Alles klar. Haben wir was über ihn erfahren? Nee. Und damit beenden wir unsere Kampfrunde. So. Wir... Das kostet 6 Punkte, ne? Drückt Alt, um alle Gegenstände hervorzuheben, die aufgehoben werden können. Alles klar. So, ihr seid an der Reihe. Okay. Cool. Their leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Can we get inside? So, was haben wir jetzt bekommen? Wir haben ein Zweihandschwert bekommen. Okay, wir sind noch nicht Stufe 2. Die wird auf jeden Fall Schaden machen, aber die kostet mehr Aktionspunkte. Achso, und ein Schlag hat eine Haltbarkeit abgezogen. Das müsste ja dann auch bei ihr so sein, ne? Da haben wir einen Schuss gemacht. Nee. Betretet den... Gucken wir mal hier. This seems to be broken. Oh, wir können Kerzen an- und ausmachen. Sehr cool.
This seems to be broken. Was passiert denn, wenn wir hier reinsprinten? Nichts. Können wir auch wieder Kerzen ausmachen. This seems to be broken. Die nicht. Da ist leider nichts drin. This seems to be broken. Da ist aber eine Truhe. Ach so, alles klar. Cool. Guck mal, halt mal. This seems to be broken. Okay, können wir auch auslöschen, alles klar. So, und wie es das nächste Mal weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Divinity Original Sins.